Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal oder auch ein ganz herzliches Willkommen, sofern du neu an dieser Stelle bist. Erst einmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh mein Gott, wir haben fast die 42.000 Abonnenten. Was seid ihr denn für eine krasse, tolle Community? Wir wachsen momentan und es macht so Spaß, für euch Videos hochzuladen. Sowieso immer, jetzt zu dieser kalten Jahreszeit wird es noch gemütlicher und ich mag das noch lieber. Vor allen Dingen gucke ich auch selber wieder vermehrt Videos, ist ja ganz klar, im Sommer ist man mehr draußen. Und in den Drogerieregalen sind jetzt so spannende Produkte. Also ich habe hier wirklich heute einen tollen, dicken, herbstlichen, winterlich angehauchten Haul mit Make-up, mit tollen Pflegeprodukten. Eine coole Aktion, auf die ich euch darauf hinweisen möchte, jetzt gleich zum Start. Und ich freue mich einfach. Also danke, danke, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich über jedes Kommentar. Und falls ihr neu seid, könnt ihr mich auch gerne bei Gefallen des Videos abonnieren hiernach. Was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich bin voll in Weihnachtsstimmung schon. Ich habe sogar schon das erste Mal so früh wie nie zuvor dekoriert. Also lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Seid ihr dieses Jahr auch früh dran? Macht ihr euch das auch schon richtig gemütlich mit Deko und Kerzen und Pumpkin Spice Latte oder einen schönen Tee? Also ich muss sagen, im Herbst, Winter macht das Film einfach noch mehr Spaß, weil es eben so gemütlich ist. Und ja, was soll ich sagen? Die Produkte sprechen für sich. Es ist einfach mega, mega viel Neues wieder eingezogen, was ihr unbedingt gleich sehen müsst. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr was davon nachkaufen möchtet oder ob das vielleicht eher nichts für euch ist. Dann freue ich mich, wenn ich euch ein bisschen unterhalten habe. Genau, ganz kurz vorab, krasser Tipp für alle meine Beauty-Mates-Fans. Ich weiß, ich habe viele in meiner Community, die auch immer mal wieder nach einem Code fragen. Beauty-Mates ist eine ganz, ganz tolle Kosmetiklinie für das Gesicht, die hochkonzentrierte Wirkstoffe enthalten, die Produkte, und wirklich auf Schnickschnack verzichten, die Haut nicht bedarf, also Silikone, Parabene, PEGs und. Und ich benutze ja liebend gerne jetzt neuerdings auch wieder vermehrt diese Selbstbräunungstropfen, die ihr mit in die Hyaluron Cream Boost von Beauty Mates mischen könnt, die ich sehr, sehr liebe. Eine tolle, perfekte Feuchtigkeitspflege für jedermann, parfümfrei und Co. Könnt ihr aber auch in eure Lieblingstagescreme mischen. Und ich nehme mittlerweile tatsächlich so 5-6 Tropfen, blende ich euch mal ein, mische mir das Ganze und trage es abends auf. Ihr habt dann auch ungeschminkt, gerade jetzt zu dieser kalten Jahreszeit, wo man natürlich wieder an Bräune verliert, trotzdem einen schönen sonnengeküssten Ton und seht nicht so müde und kaputt aus. Das mag ich sehr gerne. Mich sprechen tatsächlich auch immer wieder aufs neue Nachbarn und Co. an und denken, ich war im Urlaub oder auf dem Solarium. Das sind aber diese Tropfen. Also ihr bekommt damit einen toll aufbaubaren Ton, der wirklich nicht orangestichig ist, nicht unangenehm duftet wie herkömmliche Selbstbräuner. Ihr bekommt keine Streifen, keine Flecken. Er ist easy in der Anwendung und wirklich, dosierbar sozusagen, wie ihr das gerne möchtet. Und warum zeige ich ihn euch? Ich benutze ihn gerade wieder, habe ihn wieder nachgeordert online. Und was ich euch unbedingt jetzt mit auf den Weg geben möchte, Beauty Mates hat gerade den krassesten Sale des ganzen Jahres. Ihr wisst es, Black November, Black Friday, alles steht an. Und Beauty Mates hat sich da natürlich nicht lumpen lassen und ist da auch für uns am Start. Ihr bekommt bis zu 40% Rabatt online im Store. Und Beauty Mates war so nett, hat mir einen neuen Code gegeben. Ich link ihn euch mal unten rein und auch den Link zum direkt draufklicken. Ihr bekommt noch 5% mit meinem Code on top. Also für alle meine Mädels, meine Freundinnen und für euch natürlich, die Beauty Mates benutzen oder gerne mal ausprobieren wollen, schlagt er jetzt zu, weil einen krasseren Rabatt werdet ihr dieses Jahr nicht mehr bekommen. Das ist der höchste. Und so Selbstbräunungstropfen, gerade die braucht jeder jetzt in der kalten Jahreszeit, deswegen schlagt da unbedingt zu, das lohnt sich. Und genau, das wollte ich euch vorab einmal mit auf den Weg geben. Ihr bekommt es natürlich nicht nur die Selbstbräunungstropfen, ich habe hier alles Mögliche von Beauty Mates, ne, gegen Pickelchen, tolles Vitamin C Serum, ob ihr Feuchtigkeit braucht oder was haben wir hier noch, mein geliebten Eye Lifting Booster, so ein tolles Augenserum. Ihr könnt da auch Sets zusammenstellen, da gibt es dann auch ausgewählte Rabatte, also stöbert da gerne mal, es ist wirklich richtig cool jetzt. Das musste ich euch an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, habe ich hier so ein kleines schönes Körbchen für euch mit allerhand tollen Sachen. Wir starten zuallererst mit meinen geliebten Balea Wärmesohlen, die jetzt auch schon vergangenen Sonntag auf dem Flohmarkt mit meiner Freundin guten Dienst geleistet haben. Das sind einfach 2x2
Pärchen von diesen Einlegesohlen, die eben beheizbar sind, wollte ich gerade sagen, ne? Also wärmend wirken. Und die sind toll. Also wenn man draußen unterwegs ist, später auf dem Weihnachtsmarkt, so wie wir auf dem Flohmarkt, je nach Bedarf, ist das eine richtig, richtig coole Sache. Die gibt es halt immer nur saisonal bei DM und ja, jetzt sind sie gerade wieder in die Regale eingezogen. Und passend dazu dürfen natürlich nicht fehlen diese Handwärmer. Mega praktisch. Also ich habe die jetzt für Flohmarkt und eher so Weihnachtsmarkt mir mitgenommen. Oder wenn man Schlittschuhlaufen ist oder. Also die finde ich toll. Da müsst ihr auch schnell sein, weil die sind phasenweise, also die werden zwar immer wieder geliefert, aber phasenweise sind die dann je nach Filiale gut schnell vergriffen. Also wenn die Regale jetzt voll sind und ihr die gerne haben möchtet, dann schlagt da auf jeden Fall zu. Genau, dann eine Sache, auf die habe ich wirklich schon lange gewartet, die hatte ich per E-Mail bekommen und zwar hat Shevins neue Augengel-Pads rausgebracht und die wollte ich unbedingt haben. Jetzt war es endlich soweit und ich habe sie mir mitgenommen und zwar sind das jetzt die Vitamin C Augenpads, reduziert Fältchen und Schwellung, extra lang und ja, vegan. Also da freue ich mich sehr drauf, ich mag die gerne. Und ja, habe ich glatt mal zwei Stück mitgenommen. Die spiegeln ganz schön doll. Wundert euch nicht. Ich habe leider einen abgebrochenen Nagel. Das sieht so ein bisschen schäbig aus. Aber mit Pflaster, finde ich, sieht das immer noch schlimmer aus. Deswegen, I'm sorry for that. Und genau, dann habe ich von Rossmann, da habe ich mich ja sowas von gefreut. Ich bin absoluter Fan von Journaline, von dieser Handseife Rosemary Ginger. Und die gibt es jetzt einfach als Schaum. Wie toll ist das denn? Ich liebe, die, die mich schon länger schauen, wissen das. Ich liebe Schaumprodukte. Ob das fürs Gesicht ist zum Reinigen, ob das Schaumseife ist. Und da war für mich außer Frage, dass das Produkt direkt mit in das Körbchen zieht oder wandert. Da freue ich mich sehr drauf. Der Duft, den muss man mögen. Ich mochte ihn früher nicht. Mittlerweile liebe ich ihn. Es sind richtig hochwertiger, besonderer Duft, der so ja, Hotel-Vibes gibt irgendwie so richtig edel. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wie gesagt, deswegen musste die Handseife mit. Ja, was ich schon mal hatte, und es gibt es auch, das Produkt in anderen Sorten von DM Bio, dieser 7-Tage-Shot. Da habt ihr, ne, wie gesagt, 7 Portionen mit Ingwer und der ist jetzt mit Rote Beete. Ich meine, der andere ist noch mit Apfel. Müsst ihr mal in die Regale schauen, kann ich euch jetzt gar nicht auswendig sagen. Auf jeden Fall eisgekühlt, schön morgens, ja, ein Shot davon. Gut fürs Immunsystem, sollte man natürlich innerhalb von 7 Tagen verbrauchen. Und ja, wie gesagt, da gibt es auch eine andere Sorte, der ist relativ neu, finde ich richtig cool. Und habe ich mich gefreut, auch als der neu sozusagen rausgekommen ist. Witzigerweise verändern sich ja über die Jahre so ein bisschen die Geschmacksknospen und ich mag Rote Beete seit diesem Jahr richtig gerne, deswegen ja, ist das eine coole Sache. So, was haben wir noch Schönes? Ein bisschen was zum Duschen. Da hat Balea ganz, ganz nagelneu auf den Markt gebracht hier die Warm-Vanilla-Dusche mit Vanille- und Kakaoduft. Ja, was soll ich euch sagen? Ich liebe Vanille und ich muss sagen, die riecht auch echt angenehm. Also ich finde, Rocky schnarcht, unser Hund, ich finde, die hauen mittlerweile echt coole Neuheiten bei Balea raus. Eine Phase lang war das so ein bisschen, ja, hat mich jetzt nicht so gecatcht, aber mittlerweile haben die da wirklich tolle Limited Editions wieder. Ja, wie gesagt, weiter geht's mit Duschprodukten. Da hatte ich ja letztens von Isana euch einen Duschschaum gezeigt, den habe ich auch aufgebraucht, den fand ich auch richtig gut und jetzt habe ich eine zweite Sorte entdeckt. Ich meine, der eine hat so ein bisschen nach Vanille und Co. geduftet und der hier hat jetzt Jasmin, Amber und holzige Noten. Genau, steht hier drauf als Duft. Und das, glaube ich, sagt mir auch zu. Der ist bestimmt so ein bisschen, ja, noch wärmer, süßer, dunkler ist das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen schwerer kann ich mir den noch vorstellen. Aber der andere Duft hat mir richtig gut jetzt für den Herbst gefallen. Es ist so richtig, ja, so ein richtig schöner, herbstlicher Duft eben. Genau. Und ein letztes Produkt, da habe ich mich auch richtig gefreut. Ich liebe ja Sandelholz, wissen viele von euch, und Orange in Kombination. Mega. Und zwar hat Isana ein Aromabad rausgebracht. Das ist limitiert. Ich liebe es zu baden. Und jetzt ist natürlich wieder die Badezeit eröffnet, würde ich sagen. Im Sommer mache ich das eher weniger. Früher schon, mittlerweile nicht mehr so. Aber da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und das duftet richtig gut. Also vielleicht mache ich mir heute damit auch noch ein Bad heute Abend. Ja, riecht richtig toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Wo ich gestern richtig, ja was heißt richtig oft, dreimal, zweimal angesprochen wurde,
vom Mediamarktverkäufer und von meiner Nachbarin und so, ist das nagelneue Parfum von Kalin. Das sind ja immer diese Duftzwillinge zu bekannten Marken. Und das ist Mon Paradis. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, man darf das ja nicht mehr so erwähnen und so, aber googelt mal, was das sein soll. Das werdet ihr, wenn ihr es bei Google eingibt, direkt auch, wird euch ein Bild angezeigt. Und ich muss sagen, ich hatte von dem Originalen eins da und ja, ich sage nur ja, es riecht wirklich so und es riecht sehr, sehr gut. Also, oh Gott, ja. Also, mein Freund findet es auch richtig gut. Das ist das Erste, was ich mir tatsächlich von den günstigen gekauft habe, weil sonst waren da zwar Marken dabei, die gut gerochen haben, aber die mir jetzt nicht so zugesagt haben, aber das, Leute, für 5,95, also müsst ihr mal dran riechen, riecht richtig gut, mag ich richtig gerne und ist somit mein erstes so günstiges Parfüm, glaube ich, ja, also jetzt nicht generell, aber jetzt von, ne, von dieser Marke, finde ich richtig gut, bin ich sehr begeistert. Ja, dann eine Sache, ich meine, die war neu in der großen Theke. Die habe ich sogar geholt bei Butni, nee, nicht bei Butni, oder? Bei Butnikowski? Nee, bei einer großen Rossmann-Filiale, genau. Und zwar von Catrice, die Cozy Glow Eye and Cheek Palette. Die ist so schön. Also das sind die oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich möchte da noch gar nicht reingehen. Ich swatch jetzt mal nicht, weil das Video wird zu lang. Qualitativ sind die von Catrice ja immer gut. Schaut mal, wie perfekt diese Farben sind. Für den Herbst, Winter. Ich finde die ja so schön. Also vor allen Dingen auch dieses Rosewood Blush und dann mit diesem Highlighter. Also Leute, schaut nochmal. Hammer, hammer schön. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ich glaube, die werde ich morgen gleich auch mal direkt ausprobieren. Mega hübsch. War mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, dann sehe ich, habe ich noch bei Rossmann noch ein paar weihnachtliche Augenpads entdeckt. Richtig süß. Und zwar Midnight Koala mit Hyaluron, Vanille und Weinröschen. Das sind diese hier. Total niedlich. Da habe ich 3 Stück von mitgenommen. Weil ich hatte euch ja auch gesagt, jetzt, wenn wir die 42.000 hier geknackt haben, dann wird es auch eine schöne Verlosung für euch geben. Und ich habe auch vor, jetzt in der Weihnachtszeit natürlich das eine oder andere für euch schöne zu verlosen. Dementsprechend lohnt es sich auch gerne immer mal hier in meinen Videos reinzuschauen. Da könnt ihr dann immer ein paar schöne Pakete gewinnen, die ich euch dann fertig mache. Genau, und dann habe ich noch, das war ebenfalls in dem Aufsteller hier, einmal die Augenpads Frostwatch, Hyaluron und Mandelextrakt. Und das ist ja mal wohl so eine unfassbar süße Verpackung. Ja, da bin ich mal gespannt. Die sollen, glaube ich, einen kühlenden Effekt haben. Glätten sofort feine Linien und verleihen ein glattes, weiches Hautgefühl. Ja, angenehm kühlen, deswegen auch Frost. Ja, Frostwatch. Bin ich mal gespannt, ob die auch so schön kühlen sind. Es gibt ja auch welche von Siemens. Auch diese dünn und da ist mein Freund so begeistert von. Ja, sorry. Ich habe jetzt gemerkt, einige stört das Schnarchen. Jetzt muss ich sagen, jetzt will ich ihn aber nicht noch extra rausbringen, den Hund. Manchmal achte ich schon drauf, aber eben hat er nicht geschnarcht, als ich angefangen habe zu drehen. Aber jetzt, er liegt in seinem neuen Körbchen. Sisi. Ja, wir haben es aber auch gleich geschafft. Nicht, dass ihr euch wundert, was das für Geräusche sind. Genau, ich habe von Rileval Lost Me einmal Reach for the Stars ein Bouncy Highlighter mitgenommen. Der sieht richtig schön aus. Mittlerweile muss ich sagen, gucke ich vermehrt bei Rival Loves Me und, wie heißt die andere Marke? Rival Loop? Ja, muss ich wirklich sagen, ich habe eine Zeit lang da gar nicht mehr so mein Augenmerk drauf gelegt. Mittlerweile schon, weil die echt wieder, finde ich, sich richtig gemacht haben. Super hübsches Packaging. Glitzer geht natürlich immer. Und schaut mal, wie schön ist der denn bitte? Also den fand ich außergewöhnlich schön für das Preissegment. Und den swatchen wir jetzt mal. Konnte man im Laden natürlich nicht ausprobieren, weil die davon leider keine Tests haben. Ich meine, für die Umwelt ist das nicht so toll mit der Verpackung, aber was so das nach Reindatschen geht, sage ich mal, finde ich das gut, weil dann weiß man in der Regel, wenn das zugeklebt ist, dass das Produkt nicht benutzt wurde. Schaut mal. Das sieht doch mal richtig schön aus. Ja, wartet. Der ist nicht ganz so deckend, wie ich dachte. Also der ist sehr, ja, leicht, kann man sagen.
Aber sehr schön. Gefällt mir sehr gut für den Augeninnenwinkel und so. Ja, der ist auf jeden Fall schön. Der ist so ein bisschen Peach-Korallfarben mit so Silberglitzerpigmenten. Wenn man dichter schaut, seht ihr das? Ja, sehr schön. Und wie gesagt, obwohl er so weich und dünn im Auftrag ist, sage ich mal, also nicht so deckend, deckt er aber trotzdem sehr gut. Ja, finde ich auf jeden Fall ein schönes Produkt. Genau, einmal das. Und dann haben wir noch von, ich habe ja gesagt, ich war von der Elftägige bei Rossmann jetzt nicht ganz so angetan, muss aber gestehen, ich habe jetzt in einer anderen Rossmann-Filiale eine größere Theke entdeckt und da habe ich nochmal genauer geschaut und habe da auch das ein oder andere mitgenommen. Werdet ihr auch in weiteren Videos noch sehen. Ich habe jetzt zwei Sachen mal hier für euch in dem Video. Einmal den Luminous Putty Blush in der Farbe Belights oder so. Wartet mal. Da seht ihr das und das ist, ich hole den mal raus, ein Creme Blush und der kommt in so einem Pöttchen, erinnert mich voll so an diese MAC-Geschichten damals und der ist echt schön. Also ich finde, gerade jetzt, wie schon gesagt, ne, zum Selbstbräuner-Thema, jetzt wo das Gesicht wieder ein bisschen fahler aussieht, ein bisschen blasser, ist so eine Farbe richtig toll, weil das macht einen richtig schön gesunden, frischen Ton. Und da gehe ich jetzt mal mit dem Finger rein. Ich habe da einen Pinsel für gekauft und will das mal ausprobieren. Jetzt in den nächsten Tagen, wie sich das damit auftragen lässt. Der ist, ja, mitteldeckend. Ihr seht es schon gut, aber auch nicht zu krass. Und ich swatche ihn euch mal. Also wenn man den swatcht, seht ihr, ist der relativ leicht. Da kann ich jetzt sogar noch mal hinterhergehen. Was aber sehr viele von euch mögen werden, weil man sich damit nicht so schnell overblusht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, die Kamera schluckt sogar gerade ein bisschen. Also in echt sieht das doch farbintensiver aus als jetzt in der Kamera. Das ja, schluckt die Kamera, wie gesagt, ein bisschen. Aber das finde ich gerade richtig, weil so kann man den dann richtig schön ja, auftragen und lieber nach und nach geben, als dass man so overblusht ist. Und jetzt brauche ich, glaube ich, gerade mal ein Tüchlein hier für meinen Finger. Ich habe dazu auch noch einen Pinsel mitgenommen. Das fand ich nämlich ganz spannend, weil Pinsel habe ich von e.l.f. auch noch nie getestet. Und die kommen hier, Liquid Blush steht auch drauf, die kommen hier so einzeln verpackt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie weich der ist. Die sind auch nicht ganz so günstig, die Sachen von e.l.f. Ist so ein mittleres Preissegment. Genau, und der, ups, schaut so aus. Also sehr hübsch, wie ich finde. Schick, schlicht, schwarz, gefällt mir sehr gut. Und, oh ja, sehr schön weich. Festgebunden und sehr schön weich. Also das, muss ich sagen, wirkt schon mal sehr gut von der Qualität. Ja, da werde ich mal gucken. Ich denke aber, so wie der sich anfühlt, dass man damit sehr gut arbeiten wird. Also das in Kombi werde ich auf jeden Fall testen die Tage. Genau, und wir ja, haben es geschafft, wenn ich jetzt hier einmal rüber gucke. Ja, genau. Das waren wirklich jede Menge schöner Sachen. Ich hoffe, es war das ein oder andere vielleicht für euch dabei, was ihr euch jetzt mal anschauen wollt. Oder vielleicht habe ich euch auch nur unterhalten. Das tut eurem Geldbeutel ja auch gut. Dann seht ihr, was aktuell gerade so in der Drogerie erhältlich ist. Und also das Parfum, muss ich sagen, bei DM. Guckt es euch mal an. Mir gefällt es richtig gut. Da freue ich mich drüber. Und ja, ich freue mich natürlich über alle Sachen. Wird das jetzt fein säuberlich einräumen. Ich freue mich auf euer Feedback. Genau, denkt dran, jetzt an den krassen Beautymate-Sale. Infos, Link, Code, alles hier eingeblendet und nochmal unten in der Infobox. Schlagt dazu, deckt euch ein. Ich werde meinen Mädels gleich auf WhatsApp auch noch ein paar Nachrichten schicken, weil die freuen sich da auch immer und bestellen wahrscheinlich nachher auch fleißig. Und ansonsten, ja, vielen Dank an Beautymates, dass ich wieder den tollen Code für euch bekommen konnte. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt mir wirklich gesund. Es ist ja gerade wirklich Erkältungszeit. Jeder um mich rum ist krank. Ich kränke so ein bisschen. Ich hoffe, das kommt aber nicht richtig durch. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, bleibt mir gesund. Kommt gut durch den Tag, durch den Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und denkt dran, bei 42.000 gibt es bald ein extra Video und dann mache ich eine schöne Verlosung. Dafür sammle ich schon so ein bisschen. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut.